Einen wundervollen Start in den Tag wünsche ich dir. Einen grandiosen Morgen, einen erfüllten Morgen, einen glücklichen Start in den Tag. Lass uns doch heute einfach mal mit einem richtig herzhaften Lachen in den Tag starten. Einfach mal entspannt die Mundwinkel nach oben ziehen. Schenk dir mal ein Lachen, ein richtig kräftiges Grinsen und freu dich einfach, dass du heute am Leben bist. Freu dich einfach, dass heute Freitag ist. Freitag, der 10. Dezember und wir starten zusammen in den Tag. Wie geil ist das denn? Darauf erstmal ein richtig schönes Lachen. Ich freue mich, dass du hier bist, freue mich, dass wir zusammen auf diese Reise gehen. Das ist richtig, richtig cool. Und wir starten heute einfach mal ein bisschen anders in den Tag. Wir machen einfach mal die Arme ein bisschen locker, schütteln uns ein bisschen aus, bewegen uns ein bisschen, bringen hier Bewegung in die Schultern rein, machen uns einfach mal locker, den Kopf ein bisschen hin und her. Und wir lachen die ganze Zeit, freuen uns einfach, dass wir heute zusammen hier sind. Yes! Denn heute geht's um das Thema glücklich sein. Und da habe ich wieder direkt eine Frage für dich. Und zwar, bist du wirklich glücklich? Bist du glücklich? Ist doch eigentlich eine einfache Frage, oder? Aber die Antwort in dir drin wirklich ernst zu meinen, ist gar nicht so einfach. Und ich möchte dir gerne heute ein paar Impulse mitgeben, wie du dein Glück vielleicht ein bisschen pushen kannst oder das auch für dich selbst finden kannst. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und dir selbst sagst, ey, ich bin doch einfach geil. Und wenn du das wirklich ernst meinst, mit einem Lächeln vielleicht, deswegen habe ich auch heute das Intro so gemacht, die Übung, um gemeinsam anzukommen, dass du dir einfach mal selbst ein Lachen schenkst. Ein wirklich ernst gemeintes, herzhaftes Lachen. Das steigert deine Laune, deine Freude, dein Glück extrem und pusht deine Energie richtig gut nach oben. Und wenn du dir das selbst schenkst, morgens, beim ersten Blick in den Spiegel und dir selbst ein Lachen schenkst und dir einfach mal sagst, ey, du bist doch richtig geil. Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann pusht das dein Glückslevel extrem. Probier es gerne einfach mal aus. Was hast du zu verlieren? Richtig, gar nichts. Du kannst dabei nur gewinnen. Und du bist einfach glücklich, wenn du dich mit all deinen Schwächen und mit all deinen Stärken zu lieben lernst. Wenn du das, was jetzt gerade ist, lernst zu akzeptieren, schaust, worauf hast du Einfluss, worauf hast du keinen Einfluss, das, worauf du keinen Einfluss hast, lernst zu akzeptieren und deine Energie da rein investierst, auf die Sachen, auf die du Einfluss hast und lernst, daraus deine Zukunft zu erschaffen. Du bist wesentlich glücklicher, wenn du mit mehr Zuversicht, mit Vertrauen auf deine Zukunft und mit mehr Freude, mit einfach einer glücklichen Grundstimmung durch den Tag gehst und damit auch andere wieder ansteckst. Und wenn du auch in unglücklichen Momenten, wo du vielleicht einfach mal traurig bist, was durchaus vorkommen darf, das Vertrauen in dich selbst hast, dass es auch wieder besser wird. Dass es vielleicht jetzt einfach mal ein schlechter Tag ist, wo deine Energie nicht so zu 100% am Start ist, aber dass dieser Tag auch vorübergeht und dass du dann am nächsten Tag wieder voller Energie bist. Und der wohl wichtigste Punkt, du bist glücklich, wenn du einfach du selbst bist und dich genau dafür lieben kannst. Das ist mein heutiger Denkanstoß für dich. Und ich habe noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar, wenn du heute in den Spiegel schaust, wenn du dich selber im Spiegel anguckst, schenk dir einfach mal ein Lachen. Jedes Mal, wenn du heute in den Spiegel schaust, lach dich einfach mal kurz an und mein dieses Lachen ernst und du wirst merken, wie das deine Laune hebt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, genieß deinen Tag, ganz viel Energie für dich und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Hab einen grandiosen Start in dein Wochenende. Bis morgen und nicht vergessen, happy inside ist gleich straff outside. Bis morgen, ich freue mich auf dich, dein Niklas.